Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 1. Jetzt wollte ich schon 3 sagen. Hier auf The Nightmare of Life mit mir, dem Drake. Und ja, wir sind im Keller und wie ihr seht, stehe ich bis zur Hüfte im Wasser. Was das für Folgen und Konsequenzen für uns hat, sehen wir jetzt. Oh shit, da ist er schon. Oh shit, da sind sie schon. Okay, also ihr seht, hier sind 3 Haie jetzt. Alter, krass. Okay, es sind also Haie unterwegs. Warum? Weiß keiner so genau. Die haben anscheinend einen Hai-Tank, ein Hai-Becken hier gehabt. Im Keller. Hier, das ist jetzt eins dieser Bulbs. Ich weiß nicht, wie ich Bulb übersetzen soll. Von der Pflanze 42. Und ja, Chris sagt auch, das sieht aus wie Wurzeln. Oh, noch ein kleiner Schlüssel, aber ich kann leider die nicht stacken. Das ist natürlich blöd. Und wir sehen, die Pflanze ragt hier so ein bisschen ins Wasser, die Wurzel. Das kann ich mir, wenn ich mich richtig erinnere, zu nutzen machen. Wie? Müssen wir nochmal schauen. Shit, jetzt muss ich da echt erstmal wieder raus. Ich habe nur 24 Schuss. Einmal kann ich mich heilen. Na gut. Aber krass, im Remake sind die Haie sehr viel beeindruckender. Muss man einfach mal so sagen. Die sind da sehr viel krasser. Okay, ich hoffe... It's locked. Shit. Ja, genau, das wollte ich nämlich, den C-Room-Key benutzen und jetzt ist er hoffentlich... Ja, jetzt kann ich ihn nämlich wegschmeißen und hab dann wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Schnell rein da, die kommen nicht mit hinterher. Ey, das fand ich so geil, wie ich das erste Mal hier in den Keller runtergegangen bin. Wow. Achso. Und da auf einmal diese Haie waren. Ey, wie krass. Wieso? Wo kommen diese Haie her? Das ist ein Schalter, damit sie ihn bewegen, ne? Aber es ist sowas von, Alter. Jetzt können die Haie mir gar nichts, glaube ich. Aber wenn man mal bedenkt, da sind ja... Was sind wir bis jetzt allen begegnet? Toten Hunden, Riesenspinnen, eine Riesenschlange fallen. Was war noch? Ja, Zombies, davon brauchen wir gar nicht reden. Da ist ein Knopf und den drücke ich jetzt mal. There was a sound from the room next door. Also auf der anderen Seite, auf dem Raum, in dem Raum, aus dem Raum zu unserer nächsten, kam ein Geräusch. So, und theoretisch sollten die Haie jetzt hier wie die Fische am Land rumzappeln. Sehr gut. Haie waren Fische, ne? Wale waren, glaube ich, keine Fische. Ja, man sagt ja auch Haifisch. Ich glaube, Haie sind Fische. Ja, ich werfe hier wieder mit so halbem Wissen um mich. Aber ich glaube, das war so. Nice, jetzt kriege ich richtig Munition, Alter. Jetzt kann ja kommen, was will, Alter. Ich baller jetzt alles über den Haufen. Das ist alles nass und nutzlos. Ja. Alles ist nass und nutzlos hier. Oh, da blinkt was. Da blinkt was. Schön, dass man sonst gar nichts sieht. Nur dieses Blitzen. Wo ist es denn? Da. Oh, noch ein kleiner Key. Und zwar noch ein Dormitory Key? Achso, 003 haben wir ja auch noch. Könnte der sein. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Hier, warum ist hier so ein Radioactive... Radiation, also Strahlungsschild. Ich hab's auch nicht ganz verstanden. Ich frage mich ja, ob sie mit diesen Haien... also anscheinend hat dieser T-Virus ja was damit zu tun, dass hier irgendwie alles den Bach runtergeht sozusagen. Ich ignoriere jetzt einfach mal. Ich frage mich, ob sie mit diesen Haien auch irgendwelche Experimente vorhatten. Ob sie die auch größer machen wollten. Ah, da liegt eine Pflanze. Habe ich noch Platz für eine Pflanze? Nee, habe ich nicht. Schade, dann müssen wir die leider hier lassen.
Ich weiß auch nicht, ob wir hier nochmal zurück müssen. Ich glaube nämlich nicht. Da ist eine Leiter. Ich finde dieses sehr, there is a, finde ich immer irgendwie, da ist eine Leiter. Du stehst direkt davor und siehst da, so. Einen kleinen Key hatten wir da unten, glaube ich, auch noch. Oh Mann. Ja. Ganz kurz orientieren. Jetzt haben wir hier in den Raum mit den Wespen. Mit den Wasps. Wie sagt man? Wasp? Oder Hornets? Dormitory Keys benutzt. Sauber, das ist die 003-Tür. Und damit ist der Schlüssel nutzlos geworden. Er kann whack. Und wir gehen speichern. Ich habe gerade ein bisschen Schiss vor dem, was kommt, deswegen gehe ich speichern, sicher, sicher. Nicht, dass ich hier irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde Spielfortschritt verliere. Man muss es ja nicht riskieren, ne? Der nächste Speicherraum ist ja hier direkt um die Ecke. Theoretisch sollte da auch... Ich glaube, ich habe noch ein paar Bänder, die könnte ich überhaupt mal stacken. Das ist eine Sache, die ich ein bisschen nervig finde am Inventarsystem, ist bei der Kiste, dass wenn man verschiedene Dinge... wenn man mehrere Dinge derselben Sorte hat, also jetzt zum Beispiel diese Ink Ribbons, dann kann man sie nicht so stacken. Also ich müsste sie... Ja, das muss ich wahrscheinlich jetzt alles mal machen. Da, wir haben hier ein... Hier, wir haben hier nämlich zwei. Und hier haben wir auch noch ein. Normalerweise müsste ich die jetzt ja so stacken können. Kann ich aber nicht, sondern ich tausche sie so nur aus und das ist ein bisschen... Ist ein bisschen ärgerlich, aber ich sehe gerade, das ist Quatsch. Ich kann ja den einen... benutzen. Warte mal, wir schmeißen den anderen Kram noch in die Kiste, das, was ich jetzt hier nicht gebrauchen kann. Wobei ich gerade nicht so genau weiß, ob ich das vielleicht nicht doch gebrauchen kann, also nehmen wir es doch erstmal wieder mit. Bei dem roten Buch bin ich mir nämlich unsicher. Und einen kleinen Schlüssel sollte man immer mit dabei haben. Weil man nie weiß, wann man einem verschlossenen... wie heißen die Dinger denn? Nee, nicht nein. Guardhouse. Ob man einer verschlossenen Schublade über den Weg läuft. Und dann sagt man, hallo, Herr verschlossene Schublade, dürfte ich vielleicht meinen Schlüssel in Sie einführen? Oh Mann. ja, so ist das. Ich weiß übrigens nicht hundertprozentig, ob diese Wurzeln, die hier überall sind, ob die auch von der Pflanze 42 sind. Ich halte es nicht für unmöglich, sagen wir mal so. Diese Pflanze 42 ist krass. Krass wie ein Stück Käse. Irgendwie sind die Räume hier alle gleich aufgebaut. Man kommt in eine Tür, in den Gang, in den Flur und direkt links daneben ist wieder eine Tür. Mit einem Zombie in dem Raum! Geh doch drauf, Alter! Okay, der lebt noch. Ich mag die einfach. Ich finde das geil, wie die aussehen. Ich finde das geil, wie die sich bewegen, wie die sich anhören. Das ist alles so... Finde ich schön. Schön ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es irgendwie... Boah, Spiegeleffekte! Da ist nichts, Bürgermeister, über diesem Waschstand. Die berühmte Butterfliege und der Ventilator. Da sammelt sich Staub in der Badewanne. Und das Handtuch ist trocken. Das war's, ne? Mehr ist hier nicht. Gut. Wieder eingekillt. Und ein bisschen Munition abzugreifen. Ich müsste mir mal einen Speedrun von dem Original hier angucken. Generell sind ja die ganzen alten Dinger, das sind ja alles so Speedrun, kein Garten. Apropos, Summer Games Done Quick war ja jetzt vor kurzem, weil wenn diese Folge hier online geht, glaube ich letzte Woche. Oder so. Da habe ich auch mal reingeguckt. Ah, siehst du hier. Ich habe Schlüssel benutzt. Waren wieder ein paar geile Sachen zwischen. Toll. Für so ein scheiß Ink Ribbon. Wollt ihr mich flachsen oder was?
Ja, gut, nehmen wir mit. Jetzt habe ich den scheiß Schlüssel hier mitgeschleppt, um da Ink Ribbon rauszubekommen. Ja. Ah, siehst du, hier sind wir nämlich genau richtig. Das sieht ja irgendwie sehr verdächtig aus. Hm, ist das ein Grafikfehler? Chris, was sagst du? Lass uns das mal angucken. Eine Reihe von roten Büchern. Da ist ein weißes. Weiß? Alter, wie. Was, hast du was mit den Augen? Das ist okay. Nimmst du das raus? Ja, nehme ich. Aber so wird von. Wie. Jolt Report. Was ist denn wie Jolt nochmal? Ach, das wird aber erklärt. für diejenigen. Ich. Okay. As I stated in the last report, there are some common features found in the cells of the plant infected by the tyrant virus. We also have found another interesting fact about through some experiments. We found an element that destroys these plant cells rapidly in UMB number 16, one of the series of UMB chemicals that we used for that. Also, sie haben während der einige ungewöhnliche Eigenschaften der Zellen in der Pflanze gefunden, die sie mit den Tyrant Virus gekreuzt haben. Und nach einigen Experimenten haben sie nämlich herausgefunden, dass das UMB Nummer 16 die Zellen der Pflanzen zerstören kann. Chemical for VW used for that experiment, genau. We named this UMD Nummer 16 as V-Yolt. In our calculation, it will take less than 5 seconds to destroy plant 42 if we put the V-Yolt directly on the root. Also, sie haben dieses UMD Nummer 16 als V- oder V-Yolt bezeichnet. Und nach ihren Berechnungen sollte die Pflanze nach nur 5 Sekunden zerstört werden, sobald sie mit dem VJ direkt in Kontakt kommt durch die Wurzeln. You need to mix some of the UMD series chemicals in specific order to create V-Yolt. But the UMB series chemicals may generate a poisonous gas, which is harmful to the human body. Extreme caution should be taken when handling these chemicals. Following are the types of UMB series chemicals and their brief characteristics. Also, man muss einige der UMB Chemikalien mixen, um eben in einer bestimmten Reihenfolge mixen, um dieses V-Yolt zu bekommen. Allerdings kann das Ganze gefährliche Gase erzeugen, die dem menschlichen Körper schaden. Man sollte also sehr vorsichtig mit dem beim Umgang mit diesen Chemikalien sein. Following other types, also als nächstes werden halt die UMD Chemikalien die Eigenschaften aufgelistet. Und zwar UMD Number 2 Red NP003 Purple. UMB Number 4 Green Yellow 6 Yellow. UMB Number 7 White. UMB Number 13 Blue Stimulating Smell. V-Yolt UMB Number 16 Brown. Das übersetze ich nicht. Das ist Quatsch. V-Yolt Report has been stopped. Jetzt ist allerdings ein Buch vermisst. Also es fehlt ein Buch. Und wir haben ja ein rotes Buch. Also packen dieses rote Buch einfach da rein und zack! Schiebt sich dieser Schrank von der Tür weg, weil der Schrank erkannt hat. Ja, warte mal, das ist gar nicht dieser Schrank. Das ist dieser Schrank, der gesehen hat, dass der andere Schrank Aufmerksamkeit bekommt und hat dann sich gedacht, nun, dann schiebe ich mich jetzt hier weg. Und dann soll der Mensch doch zusehen, wie er klarkommt mit dieser Pflanze. Chris, Alter, was machst du? Du bist ein dummer Mo, Alter. Chris! Rebecca! No, it's no use. The roots of it are in the basement. You could... Whoa! Chris! Take this file with you. Use the information in it in order to make the potion and kill the root. Rebecca, please. Hang in there. Chris, don't die! Don't move. I'll be right back.
Also Chris hat gesagt, ja, dass die Pflanzen, die Wurzeln im Keller sind und hat Rebecca das Buch gegeben, das wir gerade eingesammelt haben. Und wir erinnern uns, Rebecca kann nämlich mit Chemikalien umgehen. Und ein Glück war sie zufällig auch gerade in der Nähe. Und ja, der Raum mit den Chemikalien befindet sich hier. Und jetzt geht das V-Yold-Mixing los. Eine Sache, die ich eigentlich ganz witzig fand. Vor allem auch im Remake. Das ist eine Empty Bottle. Die sieht aber sehr lila aus, die Empty Bottle. So, also, wir brauchen also, ich glaube, 3 oder 4 leere Flaschen. Die liegen hier zum Glück in diesem Raum rum. Auch geil, ne? Er schmeißt hier erstmal dieses scheiß Buch dahin. So, und dann, da oben steht noch einer. Jo. So, jetzt haben wir nämlich die 4 Buddeln. Was stand hier nochmal? Genau, Wasser ist 1, Rot ist 2, Lila ist 3 und Grün ist 4. Jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher. Jetzt müssen wir nämlich genau an den Wasserhahn. You can't use it here. Wieso? Auch weil sie so ein bisschen leicht schräg steht. Willst du mich flachsen oder was? Ich kann das nicht benutzen. Was ist das denn? Weißt du, normalerweise musst du das Item im Menü auswählen. Na gut, ich sag ja gar nichts. Ich sag ja gar nichts. So, und jetzt müssten hier... Rebecca, mach doch mal mit. Rebecca Chambers. There is UMB number 2. Ja, bitte, möchte ich. Zack. So. Da ist ja noch mehr Number 2. Nee, mehr will ich eigentlich nicht. Ich brauche jetzt ja... Jetzt müssen wir nämlich hier rangehen. 1 plus 2 ist 3. 3 plus 4 ist 7. 2 plus 4 ist 6. 6 plus 3 ist... 6 plus 7 ist 13. Bla bla bla. Ach Gott, wie ging... Radio? Gewöhnt, wusste ich gar nicht, dass sie ein Funkgerät hat. Da wollen wir nochmal reingucken. Bla bla bla. Da. Green, yellow, 6, yellow. What? Ich krieg doch die anderen auch hier zusammengesammelt, oder nicht? Da genau, Nummer 4. Also natürlich muss ich mir den Kram zusammenmixen, aber ich krieg doch ein paar, so oder nicht. Achso, das sind nur die beiden. Okay. Nein. So, alles klar. Das heißt, ich habe jetzt Wasser. Genau, ich habe jetzt Wasser. Und ich brauche. So, ich mixe also das Wasser mit Rot. Oder auch nicht. Achso, das ist die Empty Bottle. Wieso ist die nicht markiert? So. Müsste dann das, genau, das Lila bekommen. MP03, genau. So. Dann. Nee, halt. Dann gehe ich in die Files nochmal rein. Normalerweise müsste man sich das rausschreiben, aber ich habe jetzt gerade keinen Stift hier. Nummer 16. Also Nummer 16. So. Genau, das sind die. Gelb kriegt man natürlich nicht, wenn man zwei rote zusammenkippt. Ich glaube, gelb kriegt man, indem man. Ne, gelb haben wir ja. Nummer 4 haben wir ja. Ja. Nummer 4 haben wir ja. Genau. Wenn ich das jetzt nämlich mit der Nummer 3 mixe, kriege ich die Nummer 7. Dann brauche ich nochmal die 6. Ich
P Nummer 3, Nummer 4. So, das kombiniere ich jetzt damit. Dann müsste ich das Weiße bekommen, ja. Nein. Ach, die Folge ist eigentlich zu Ende. Aber das machen wir noch. Das machen wir noch schnell. Genau, dann habe ich jetzt Weiß. Und wenn aber Blau, das heißt, ich brauche jetzt nochmal eine 6. Das heißt, ich muss 4 und 2 zusammenkippen. Jo, natürlich. Danke. Coole Sache, das. 2 und 4. 4 da. Finde ich auch gut, man sieht das eigentlich irgendwie nicht, ne? Oder? Also man sieht, finde ich, nicht in den Regalen, dass da die Chemikalie ist, die man haben muss. Man muss es halt anklicken und ausprobieren. Dann müssen wir jetzt die 6 haben, genau. Das kombinieren wir jetzt mit der und haben dann die blaue. Und weil wir aber... Ach, scheiße. Und weil wir aber... Ich vergesse immer wieder, wie das heißt. V-Jolt ist 16, ne? Da, ja, Nummer 16. Deswegen kippen wir da jetzt nochmal blau, rot und Wasser zusammen. Um die 3 zu bekommen. Jo. Das. Und die 2 ist hier. Und immer dran denken, Chris hängt dann noch an der Wurzel, an der Pflanze 42. Und weiß ich nicht, ob er gerade mit dir übers Leben philosophiert oder was. Ob die sich irgendwie nett unterhalten. Keine Ahnung. Aber. Zack. So, und jetzt haben wir V-Jolt. Und was wir mit diesem V-Jolt machen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, ihr seid gespannt und bleibt dran. Denkt dran, Chris wartet so lange an der Wurzel, an der Pflanze und diskutiert mit ihr übers Leben, über den Sinn des Lebens, übers Wachstum, über Photosynthese. Ja, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Stan. Macht's gut und tschüss. Guck mal, Rebecca verspottet mich wenigstens nicht so. Naja.